MKUltra war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über die Möglichkeit der Bewusstseinskontrolle. Kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. So jung schon so einen krassen Erfolg hast, dass das alleine schon einen heftigen Einfluss auf deine Psyche haben kann. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Yes, Sir, wir gehen rein ins erste Video. Einmal über den Tellerrand hinaus und los geht's. Let's go, Bro. Seid ihr ready? Schnallt euch an, meine lieben Freunde. Und rein in den Laden. Was geht ab, meine lieben Freunde? Star-Experiment, merkwürdige Aufnahmen, Britney Spears, Kanye West und Co., Mind Control in Hollywood. Wir gehen ins Video rein. Ich bin gespannt. Jo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles gut, Bruder, jetzt. Ich hoffe, bei dir auch. Heute geht es wieder mal um sehr interessante Themen. Wir gehen auf Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche ein. Um genau zu sein, das MK-Ultra-Programm und das Nachfolgerprogramm Monarch. Wir schauen uns ein paar echte Fälle von Gehirnwäsche an. Übrigens, ich ziehe mir auch gerade das aktuelle Video von 100% Real Talk rein. Boogie und Belash haben da einen Herren sitzen, den ich eigentlich auch vorher nicht kannte. Und die reden auch genau über diese Sachen Mind Control, MK Ultra und diese ganzen Geschichten. Ist auf jeden Fall ein krasses Thema, kann auch ein bisschen verstörend sein. Disclaimer hier an der Stelle. Aber ja, wir gehen mal rein, gucken mal, was der Bruder Flex Doku so recherchiert hat über das Thema. Ein paar Stars, von denen behauptet wird, dass sie auch unter Mind Control gesetzt wurden. Bruder, sag positive Dinge in dein Wasser. I love you, man. Man soll angeblich Stars unter Mind Control setzen, um sie besser kontrollieren zu können. Und um nicht die Kontrolle über diese Leute zu verlieren, wenn sie auf einmal Einfluss auf die ganze Welt haben. Wir schauen uns zum Beispiel den Fall Britney Spears näher an. Wir gehen auf den Vorfall ein, wo sie sich eine Glatze rasiert hat und die Hintergründe hinter dieser Tat. Auch schauen wir uns ein paar sehr merkwürdige Aufnahmen von ihr an. Außerdem gehen wir auf ein paar sehr verwirrende Aufnahmen von Jennifer Lopez und Lady Gaga ein. Von Ach du Scheiße. Ebenfalls behauptet wird, dass sie Opfer von Gehirnwäsche sind. Noch dazu schauen wir uns ein paar Sachen an, die Kanye West gesagt hat. Er berichtet von Geheimdienstagenten, die Händler genannt werden, die dafür... Er muss hier an der Stelle auf jeden Fall auch mal Shoutouts an Flex-Doku raushauen. Ich finde, Flex-Doku wagt sich auch an Themen ran, die ein bisschen wild sind, ein bisschen kontrovers sind. Finde ich gut. Oder, Chat? Ist ein cooler Dude auf jeden Fall. Sorgen, dass Hollywood-Stars, Rapper und so weiter nicht aus der Reihe tanzen. Auch gehen wir auf einen Film ein, von dem Kanye West behauptet, dass er über sein Leben handelt. Der Film geht um Mind Control, Hypnose und Geheimgesellschaften. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. 4 years ago, there were some startling revelations about the activities of the CIA in Canada. The American Intelligence Agency had paid for a series of brainwashing experiments under a project codenamed MK Ultra. Second option, I have you institutionalized again, where they medicate the crap out of you and you go back to zombie land forever. Digga, was geht bei ihr ab, Alter? Guck mal. And you go back to zombie land forever. Ich habe letztens auch ein Video gesehen von Cardi B, wo die so ganz komisch ihre Grimasse verzogen hat und komische Dinge vor sich her gemurmelt hat. Schon ein Creep auf jeden Fall. Und das Ding von Nelly, wisst ihr noch, was wir uns letztes Mal reingezogen haben? It's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness, hello. Ew, strong Britney. Mind control too, MK Ultra Mind Control rules in Hollywood. Ganz kurze Werbung. Leute, wenn ihr mal die Kontrolle über einen Rapper oder eine Rapperin haben wollt, habt ihr jetzt die Chance. Und wenn ihr die Kontrolle über einen Rapper haben wollt, dann er promotet einfach MK Ultra, was Spaß. Das Ding MK Ultra, MK Ultra. Ich glaube, der Name MK Ultra kommt doch aus der Nazi-Zeit, ne? Ich glaube, die haben schon mit solchen Sachen experimentiert, wenn ich das richtig recherchiert habe. Josef Mengele soll Hauptentwickler supporten will. Erster Link in der Beschreibung. Danke. Josef Mengele soll Hauptentwickler des MK Ultra-Programms gewesen sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollen hochrangige Nazis, darunter Mengele, Werner von Braun und viele weitere, in einer Operation namens Paperclip in die USA und Südamerika gebracht worden sein, um dort an Raketentechnologie und Gedankenkontrolle zu arbeiten.
Das habe ich auch schon gehört, dass viele von den Nazis rekrutiert wurden von den Amis. Also die mit Wissen und die gewisse Dinge recherchiert haben, dass sie die einfach rübergezogen haben in die Staaten und gesagt, okay, von den Jungs können wir profitieren. Die packen wir nicht in Jail. Das Programm von die Amis wieder lange. Deutschen entwickelt wurde, zeigt doch der Name. Es heißt ja MK Ultra. Das K steht für das deutsche Wort Kontrolle. MK Ultra beinhaltet eine Vielzahl von Experimenten. Einschließlich die Verabreichung von Drogen wie LSD oder Psilocybin an Menschen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung. Viele der Probanden, die an diesen Experimenten teilnahmen, leiden heute noch unter langfristigen Auswirkungen. Das MK-Ultra-Programm wurde in den 1970er Jahren bekannt, als ein Untersuchungsausschuss den Kongress darüber informierte. Dieses Programm ist offiziell und keine Verschwörungstheorie. MK-Ultra war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über die Möglichkeit der Bewusstseinskontrolle. Dabei wurden die wissenschaftlichen Untersuchungen, Foltermethoden und Foltermethoden der Nationalsozialisten weiterentwickelt. Es lief von 1953 bis in die 1970er Jahre im Kontext des Kalten Kriegs. Das ist krank, Mann, Alter, dass das auch wirklich getestet wurde an Probanden einfach so, um zu gucken, ob man den meint. Diese Menschen, weißt du, wie ich meine? Das ist doch so... Wie kann man einfach Dinge an Menschen so ausprobieren, was deren Leben für immer kaputt macht? So, Bro, ich... Gott. Leitet diese Menschen alle recht? Ich schwör's dir, das ist doch traurig, dass Menschen sowas antun. Es wurde enthüllt, dass die CIA viele Dokumente zerstört hatte, um die Überreste des Programms zu vertuschen. Die bekanntesten offiziellen Fälle von diesem Programm kommen aus Kanada. Es geht um das... Menschen, die sowas machen, die können doch kein Herz haben. Sag ich dir ehrlich. Fuck. Memorial Institute. Und ein Doktor namens Donald Young Cameron. Work that was useful in designing sophisticated torture techniques later on. But at the time, brainwashing looked even more promising and Dr. Cameron was the perfect one to carry out the work. An American citizen with a world-class reputation operating outside of the United States. Dr. Donald Young Cameron war ein Psychiater, der in den 1940er und 1950er Jahren tätig war. Er war ein renommierter Arzt, dem schon viele Auszeichnungen verliehen wurden. Doch seine Methoden zur Behandlung von psychischen Störungen waren oft brutal und inkludierten Formen der Gehirnwäsche. Viele seiner Praktiken wurden später als menschenunwürdig und unethisch anerkannt. Ja, jo, normal. Zum Beispiel gab es den Sleep Room, wo man Leute oft für Monate unter Substanzen gestellt hat und sie für Monate lang schlafen gelegt hat. Man hat Audioaufnahmen mit Botschaften laufen lassen, um den Leuten neue Verhaltensweisen in den Kopf zu setzen. Habe ich auch in dem Talk mit Belasch und dem Cousin, wie heißt der nochmal, der Talk, der hat es auch erzählt, dass halt die Persönlichkeit so weit gespalten wird und dann neu programmiert wird quasi. Es gibt einen Haufen... Er hatte aber auch gesagt, dass das am besten funktioniert bei Kindern bis zum 8., 9. Lebensjahr, wenn die Persönlichkeit sich noch nicht richtig etabliert hat und man noch nicht so gefestigt in seiner Persönlichkeit ist. Man ist krank, Digga. Betroffener, die bis heute noch psychische Probleme haben. Und die die Marcel Polte, okay, danke, Bro. Amerikanische Regierung verklagt haben. Kann ich jedem ans Herz legen? Zieht euch den Talk mal rein. Patienten, die mit einer normalen Depression gekommen sind, wurden so bearbeitet, dass sie nie wieder ein normales Leben führen können. Leute wurden mit Elektroschocks so behandelt, dass sie ihren Namen vergessen haben. Sie waren vom Kopf her wieder wie ein kleines Kind und mussten wieder lernen, auf die Toilette zu gehen. Das Ziel der Behandlung war es, den Kopf zu leeren und mit neuen Botschaften zu füllen. Zuerst kam die Elektroschocktherapie, wo man den Speicher des Gehirns geleert hat. Danach wurden die Patienten in den Sleep Room geschickt, wo man mehr als 250.000 Mal am Stück die gleiche Botschaft abgespielt hat. Zum Beispiel hat man einem Patienten für 23 Tage lang die Botschaft "Du hast deine Mutter getötet" abgespielt. To listen to subliminal messages that were supposed to print new, sometimes bizarre thoughts on his blank mind. I was aware of the speaker under my pillow. I was aware of the words. Which were? You killed your mother. You killed your mother. Yeah. Who was alive and well. Who was alive and well. Over and over again, this voice is done. Well, like I say, it takes about 2 seconds to say that message. And this was going on for 23 days. 23 Tage lang, immer wieder die gleiche Message. And when I went home, after being there, and when I went home, my mother was there, and why was she there? And didn't make any sense. Leute wurden mit Medikamenten abgefüllt, die teilweise noch nicht zugelassen wurden. Man hat sozusagen mit einigen Medikamenten die ersten Menschenversuche durchgeführt.
Es wurden hauptsächlich Substanzen verabreicht, die dafür gesorgt haben, dass man für Suggestionen offen wird, um die Patienten so zu formen, wie man will. Nachdem das MK-Ultra-Programm auf... LSD hat, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt, oder? ...flogen ist, soll man einfach unter einem anderen Namen weitergemacht haben. Das Nachfolgerprogramm dieses Programms soll das Monarch-Programm gewesen sein, wo Trauma-Based Mind Control, also traumabasierte Gedankenkontrolle, studiert wurde. Oft ging es bei diesem Programm um rituellen Missbrauch, um die Psyche und Persönlichkeit dieser Person zu spalten und so andere Persönlichkeiten entstehen zu lassen, um sie dann programmieren zu können. Es können Leute wie Maschinen programmiert werden. Man soll oft Leute, die von dieser Art von Mind Control betroffen sind, auf Auftragsmorde schicken. Wenn sie erwischt werden, begehen sie Selbstmord oder können sich nicht daran erinnern, wer sie geschickt hat. Es wird behauptet, dass man mittels bestimmter Trigger die Persönlichkeit einer Person verändern konnte. Die Trigger können beispielsweise Musik, Gerüche, Wörter, Filme und viele weitere Dinge sein. Trigger können folgendermaßen erklärt werden. Stellt euch vor, ihr schaut einen alten Film oder hört ein altes Lied. Plötzlich erinnert man sich an alte Zeiten. Agent ist im Chat, meine lieben Freunde. Einmal Agent rein. Und zwar sagt der Agent, hey, schon wieder Verschwörungsideologien als Thema heute. MK Ultra ist keine Verschwörungsideologie mehr, besser. Kannst du einfach mal googeln. Und hat dasselbe Gefühl wie damals. Oder zum Beispiel, man riecht irgendwas und erinnert sich an alte Zeiten. So ungefähr funktionieren Trigger. Das Monarch-Programm soll auch in Hollywood sehr gängig sein. Schauspielerin Roseanne Barr hat mal in einem RT-Interview behauptet, dass das Mind-Control-Programm MK Ultra in Hollywood weit verbreitet sei und es in Hollywood kein Geheimnis wäre. Gleich gehen wir auf ein paar Personen ein, von denen behauptet wird, dass sie Opfer von Gehirnwäsche sind. That's the culture. It's a culture of fear for sure. You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Die Person, über die am meisten Mind Control Gerüchte rumgehen, ist Britney Spears, wo bis heute noch monatlich neue verwirrende Szenen auftauchen. Britney war gerade mal 8 Jahre alt, als sie bei Disney. Ich habe Britney hart gefühlt damals. Wer noch? Ich habe Britney hart gefühlt damals. Vertrag genommen wurde. Sie war Teil des Mickey Mouse Clubs, in dem sie neben anderen bekannten Persönlichkeiten wie Chris. Das ist krass, wie jung die auch schon in der Öffentlichkeit standen, ne? Das alleine hat schon einen krassen Effekt auf die Psyche, glaube ich. Justin Timberlake und Ryan Gosling auftrat. Angeblich sollen bei Britney Spears die Brainwash-Experimente schon in diesen Jahren angefangen haben. Es wird genau wie bei vielen anderen bekannten Persönlichkeiten behauptet, dass ihre Eltern sie für diese Experimente freigegeben haben. Generell sollen sehr viele Leute betroffen sein, die schon als Kinder bei Disney gearbeitet haben. Über Christina Aguilera, Miley Cyrus oder Orlando Brown gehen die gleichen Geschichten um, auf die wir mal in einem anderen Video näher eingehen. Das erste Mal, dass ihre psychischen Probleme in der Öffentlichkeit breitgetreten wurden, war im Jahr 2007, als sie in ein Tattoo-Studio ging und sich eine Glatze rasiert hat. Als man sie fragte, warum sie ihre Haare abschnitt, sagte sie, sie hatte es satt, dass sie von Leuten angefasst wird und Sachen an ihr angeschlossen werden. Das zeigt uns, dass sie keine Entscheidung über ihr berufliches Leben hatte. Denn sie soll sich angeblich eine Glatze rasiert haben, damit sie nicht mehr in Fernsehshows gehen muss. Das sind halt, muss man sagen, das sind halt alles Theorien, ne? Was jetzt alles kommt, so mit Hollywood und so, da gibt es ja keine eindeutigen, handfesten Beweise, sondern nur komische Aussagen, komische Ausschnitte und so. Was mir halt, also was ich halt sagen muss, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wenn du so jung in die Öffentlichkeit gehst und so jung schon so einen krassen Erfolg hast, dass das alleine schon einen heftigen Einfluss auf deine Psyche haben kann, so, dass du auch mal durchdrehst hier und da. Das merkt man schon im Kleinen und ich habe selber auch bei mir schon gemerkt, dass wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest, gewisse Dinge passieren, da läuft ja auch nicht immer alles perfekt und du immer wieder von außen bewertet wirst, Kommentare bekommst, Leute, die, weißt du, wie ich meine, dich irgendwie versuchen zu beeinflussen, das alleine hat schon einen heftigen Einfluss auf deine Psyche. Auftreten muss, da sie eine Glatze hat. Sie ist schon seitdem sie ein Kind ist in diesem Musikgeschäft und wird sozusagen rumgereicht. Es gibt einen Haufen Leute, die an ihr Geld machen und die Kontrolle über sie haben wollen. Nach einer Reihe von ungewöhnlichen Verhaltensweisen und öffentlichen Zusammenbrüchen wurde sie vom Polizisten in eine Psychiatrie eingewiesen. Später stellte sich heraus, dass ihr Vater sie eingewiesen hat. Im Februar 2008 wurde Britney unter eine gerichtliche Vormundschaft gestellt, die ihr Vater Jamie Spears und ein Anwalt kontrollierten. Das ist halt krass, gerichtliche Vormundschaft. Dies bedeutete, dass sie keine Entscheidung mehr über ihr eigenes Leben treffen darf. Und das geht noch bis heute so. Sie kann sich nicht mal einen Anwalt nehmen, weil sie kein Recht dazu hat. Alles muss zuerst von ihrem Vormund genehmigt werden. Das ist halt krass, dass, also wenn jetzt wirklich der Fall wäre, dass sie in irgendeinem Programm drin ist oder meint, kontrolliert wird
und jetzt eine gerichtliche Anordnung gibt, dass sie nicht selber entscheiden darf, sich nicht selber einen Anwalt nehmen darf und so, dass, also wenn es so wäre, das ist halt eine Theorie, dann wäre das auf jeden Fall heftig. Lasst uns über die Aufnahmen sprechen, die bei vielen Menschen Fragen aufgeworfen haben und die als Zusammenbruch des MK-Ultra-Programms interpretiert wurden. Es geht um ein 2003 aufgenommenes Interview mit Diane Sawyer, in dem Britney Spears über ihr Privatleben sprach. Mitten in dem Interview ändert sich auf einmal komplett ihre Stimmung, von fröhlich zu traurig. Und es schaut so aus, als ob sie irgendwelche psychischen Probleme hat. Vorher haben wir ja von Triggerwörtern geredet. Angeblich soll irgendwie aus Versehen ein Trigger ausgelöst worden sein, der sie in eine andere Persönlichkeit schalten sollte. Viele behaupten, dass es was mit dem Wort weird zu tun gehabt hat, das sie in diesem Interview gesagt hat. Weird heißt komisch oder seltsam auf Englisch. Schaut am besten mal kurz rein. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Oh, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ach, scheiße. Digga, das wirkt schon krank. Guck mal. Die sagt das Wort weird und auf einmal. Yeah, it's kind of weird. Oh, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Strong Britney. Ach du Scheiße. Yeah, it was a weird. Ew. Fuck, auf einmal weint die, guck mal. I'm embarrassed. Can we stop? Wenn du dir jetzt Informationen über das MK-Ultra-Ding reinziehst und wie die dabei vorgegangen sind, damals auch, Leute sagen ja, dass das bis heute geht, dann wurde halt genau das auch gemacht. Ne? Leute wurden so weit gebrochen, bis sie ihre Persönlichkeit verloren haben, dann wurden neue Persönlichkeiten einprogrammiert, die man mit gewissen Triggern quasi auslösen kann und dann verändern kann, also die Persönlichkeit switchen kann quasi. Und das ist krass. Also ich habe diesen Talk mit Belash und Boogie mir reingezogen und da hat er gemeint, dass es bis zu 100 Persönlichkeiten in einer Person sind. Die Vorbelastung von Britney Spears ist kein Geheimnis. Zum Beispiel ist der Presse bekannt, dass wenn sie Britney Spears mit einer Perücke sehen, sie eine andere Persönlichkeit hat und mit britischem Akzent redet. Noch bis heute tauchen fast monatlich neue verwirrende Szenen von ihr auf. Einmal stellt sie Nacktbilder auf Instagram oder tanzt und bricht dann in Tränen aus. Doch Britney Spears ist, wie vorhin schon Roseanne Barr erwähnt hat, anscheinend nicht die einzige Person, die... Die ist halt auch, wie gesagt, ey, seitdem die 8 ist oder so, in dieser Hollywood-Öffentlichkeits-Vibes-mäßigen Schiene unterwegs. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, allein das kann die schizophren machen. ...Programm unterzogen wurde. Immer wieder gibt es Auftritte und Szenen, die viele Fragen offen lassen. Lass uns mal nacheinander darauf eingehen. Zum Beispiel Lady Gaga. Die war eh crazy. Es gibt Aufnahmen von ihr, die sehr fragwürdig sind. Zu sehen ist, wie Lady Gaga in Zeitlupe... Und Drogen, Alkohol und diese ganzen Sachen spielen natürlich auch mit rein, ne? Hotel verlässt. Dies kann natürlich auch auf bestimmte Substanzen zurückgeführt werden. Oder es ist einfach geschauspielert, um ins Gespräch zu kommen. Aber es wird ebenfalls behauptet, dass sie Opfer von Gehirnwäsche ist. Das Video ist 2013 vor einem Hotel entstanden. Das kann halt auch Ding sein, ne? Film sein. Die war eh ein bisschen durch. Liv, was geht ab? Wie geht's dir? Ein weiterer Fall ist Jennifer Lopez, von der ebenfalls sehr verwirrende Aufnahmen rumgehen. Mitten in einer Show verzieht sich auf... Das ist Jennifer Lopez, oder was? Die sieht aber voll anders aus, yo. Ihre Mimik. Und es schaut so aus, als... Guck mal. ...verwirrende Aufnahmen rumgehen. Mitten in einer Show verzieht sich auf einmal ihre Mimik. Und es schaut so aus, als ob irgendwas nicht in Ordnung wäre. You don't know how to do that. So that's where I come in. And I keep your emotions. And I do... Damn. ...your emotions over here. But when it comes time for business, I implement what you told me on the emotion side to handle it in a professional manner. Because sometimes... Eine weitere Person, von der so... Das ist nicht J-Lo, gell? Ich küsse dein Herz. J-Lo sieht anders aus, Bro. Mann, ich kenn J-Lo. J-Lo war meine Queen, Alter.
ich war voll verliebt in J-Lo früher. Guck mal, J-Lo sieht ganz anders aus. I love you, girl. Eine weitere Person, von der sowas behauptet wird, ist Bruce. Bro, Flex, da musst du aber noch mal ein bisschen nacharbeiten hier. Das ist nicht J-Lo. Bruce Willis. Vor einer Zeit sind bei ihm ebenfalls sehr verwirrende Szenen entstanden. Bei einer TV-Show wird er etwas gefragt und antwortet mit vollkommen zusammenhangslosen Wörtern. Er sagt einfach so, ohne Zusammenhang, lasst uns ein Sandwich machen und dann shoppen gehen. Man merkt, dass er Schwierigkeiten hat, einen Satz zu bilden und bestimmte Wörter nicht mal rauskriegt. Schaut mal kurz rein. It's a difficult title. It's a good day. I suppose it's because you had kind of a good day, and if you would have died, well, so be it. Is that it? That's right. That's a great question. Have a sandwich and let's go shopping. Das Publikum hat gedacht, aber es war kein Scherz von ihm. Ah, der hat auch eine Krankheit, glaube ich, ne? Bei ihm ist es keine Gehirnwäsche, sondern eine Krankheit. Die Krankheit wurde durch einen Schlaganfall ausgelöst und nennt sich Aphasie. Er hat letztes Jahr auch seine Filmkarriere deswegen beendet. Ein weiterer interessanter Fall kommt von Kanye West. Er behauptet zum Beispiel, dass berühmte Persönlichkeiten oft sogenannte Händler haben, die dafür sorgen, dass sie nicht aus der... Kanye auch weird, was mit dem in letzter Zeit doch dann los war, so, ne? Der hat ja viele Sachen gedroppt, dann war der auf einmal verschwunden. Ich hab mir auch schon gedacht, das war krass. Zum gleichen Zeitpunkt, wo der Tate in den Knast gekommen ist, ist Kanye West verschwunden. Ich dachte so, Bro, was ist denn jetzt los? Und dann ein paar Monate später auf einmal kommt raus, dass der Bruder einfach mal undercover geheiratet hat. Wieder so ein Kim Kardashian-Verschnitt. Die sieht fast so aus wie Kim Kardashian. Der ist auf jeden Fall hängen geblieben auf den Kardashian-Vibes, der Bruder. Loco, was geht ab, mein Bester? Wie geht's, Bro? Alles gut? Tanzen. Die Händler sind oft Geheimdienstagenten, die extra für sowas geschult wurden. Kanye West berichtet von einem Mann, den er als kanadischen Agenten bezeichnet. Nach seinen ganzen Aussagen, die er in der letzten Zeit getroffen hat, will man natürlich, dass er sich wieder einreiht. Der Mann schrieb ihm, entweder wir setzen uns zusammen, reden normal ohne Beleidigungen und nur faktenbasierte Sachen, oder ich lasse dich einweisen, dröhne dich mit Medikamenten zu, bis du in Zombieland bist. Und das Spielen mit deinen Kindern wird nie wieder dasselbe sein. Oft wird behauptet, dass Leute in sogenannte Rehab-Kliniken gesteckt werden und sie dort wie früher die Patienten in Kanada eine extra Behandlung kriegen. Yeah, he's actually Canadian intelligence, but this is my trainer. So this shows you the kind of handlers that are around the superstars in California, right? So it says, I'm going to help you one of a couple ways. First, you and I sit down and have a loving and open conversation, but you don't use cuss words. And everything that is discussed is based in fact. And that's some crazy stuff that dumb friend of yours told you or you saw in a tweet. Second option, I have you institutionalized again where they medicate the crap out of you and you go back to zombie land forever. Play date with the kids just won't be the same. Diese Nachricht ist schon hart. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, what the fuck, wer ist er denn? This is the way a Hollywood trainer was talking to me to force me to go and like apologize. Von Kanye West wird immer wieder behauptet, dass er ebenfalls gebrainwashed wurde. Und für die meisten dieser Gerüchte ist er selbst verantwortlich. Er hatte vor 2 Jahren einen emotionalen Zusammenbruch bei einer Kampagne, wo er viele interessante Aussagen gemacht hat. Er erzählte von einem Krankenhausbesuch, den er wegen einer Schönheits-OP machen musste. Und berichtet davon, wie 5 verschiedene Ärzte in diesem einen Krankenhaus direkt zu ihm gekommen sind und jeder ihm schmerzstillende Medikamente andrehen wollte. Er behauptet zum Beispiel, dass Ende jeden Jahres sowas wie Preise an Doktoren verliehen werden, die meisten Medikamente aufgeschrieben haben. Ob das stimmt, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall hat er auch über seine Tochter geredet und dass er sie wie auch immer fast umgebracht hätte und fing an zu weinen. Das ist krass, Digga. Danach hat seine Ex-Frau Kim Kardashian einen Privatarzt aufgesucht und hat Kanye West gedroht, ihn einweisen zu lassen. Auf jeden Fall hat danach Kanye West diesen Post hier gemacht. Kim hat versucht, mit einem Arzt nach Wyoming zu fliegen, um mich einzusperren. Wie im Film Get Out, weil ich gestern darüber geweint habe, das Leben meiner Tochter gerettet zu haben. Jeder weiß, dass der Film Get Out von mir handelt. Das Interessante ist der Film, den er erwähnt hat. Ein sehr interessanter Film über Mind Control, Hypnose und Geheimgesellschaften. In dem Film geht es um einen schwarzen Mann, der eine weiße... Es ist halt schon sehr so... Es ist schon sehr krass, wie Künstler, die aus der Reihe tanzen, was mit denen auf einmal alles passiert, so, weißt du, was ich meine, so?
Man steckt natürlich nicht drin, man weiß nicht ganz genau, was da hinter den Kulissen alles läuft, aber mir fällt es halt auf, dass Leute, die auskreisen bzw. Dinge erzählen, die ja oft halt so gegen die Industrie sprechen, dass mit diesen Artists immer, oder nicht nur Artists, auch mit diesen Leuten immer irgendwas passiert. Also die bleiben nicht ganz normal am Start, sondern die werden immer, da passiert immer irgendwas. Der eine landet in der Psychiatrie, der andere kommt in den Knast, der eine wird getötet, da passiert dies, da passiert das. Das ist schon so eine Sache, wo man anfängt halt nachzudenken, ne? Frau kennenlernen und letztendlich für ein Wochenende mit ihr zu ihren Eltern fährt. Was der Mann nicht weiß, dass die... Den Film habe ich gar nicht gesehen. Wer hat den Film gesehen? Der Frau und die Frau selber Teil einer Geheimgesellschaft sind, die sich darauf spezialisiert haben, das Gehirn von afroamerikanischen Personen auszutauschen, um ihre eigene Jugend und Vitalität zu verlängern. Sie setzen gezielt schwarze Leute unter Mind Control und Hypnose oder operieren ihnen direkt das Gehirn raus. Der Hauptcharakter Chris ist aber letztendlich in der Lage, die Kontrolle über seinen eigenen Verstand zurückzugewinnen, um seine Freiheit zu erlangen. Kanye West vergleicht sein Leben mit diesem Film und behauptet, dass der Film über sein Leben handelt. Hier mal eine der interessantesten Szenen aus dem Film. Hier passiert sowas ähnliches, wie wir bei Britney Spears vorhin besprochen haben. Und zwar, dass das Mind Control durch einen bestimmten Trigger gebrochen wurde. Sehr oft Überdosis mit Todesfall. Ja, Überdosis, Drogen, Psychiatrie, Vergewaltigungsvorwürfe, das sind so die gängigsten Dinger, die man hört. In diesem Fall war es ein Foto, das Chris gemacht hat. Der Blitz vom Handy sorgte dafür, dass die Person mit dem Hut wieder klar denken kann. Und sozusagen das Mind Control und die Hypnose gebrochen wurde. Worauf die Person ihm sagt, dass er sofort verschwinden soll, bevor ihm das Gleiche zustößt. Gestubenhocker geworden. Ja, ja, aber selbst wenn du in die Stadt gefahren bist, hatte ich einfach kein Interesse. Der Haushalt wurde zu meiner Zuflucht. Krass. Hau ab. Logan! Entschuldige, Mann. Logan! Hau ab! Yo! Sofort! Yo, was denkt Crazy über diese Themen? Denkt ihr, Stars werden kontrolliert oder gibt es eine andere Erklärung dafür? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Ich bin mir fast sicher, dass irgendein Scheiß auf jeden Fall abgeht in Hollywood. Da irgendwas, Musikindustrie, Hollywood in Amerika, das ist schon sehr, sehr wild und das ist, Digga. Was sagt ihr dazu, Freunde? Gebt mal euer Feedback in den Chat rein. Was denkt ihr, was da abgeht? Alles nur Zufall. Oder so, Digi. Es ist irgendwas nicht legit. Irgendwas läuft da ab, Bro. Feedback it in, man. Gib mir die Feedback-Vibes, Alter. Hau rein.